Ja, weiter geht's hier bei Resident Evil 4 im Remake beim Sieh letzten dich um. Mal. Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Bestimmt, bestimmt. Waren wir hier unterwegs und wir sind jetzt wieder von Ashley getrennt, nachdem wir ganz kurz wieder vereint waren, mehr oder weniger, weil sie da oben gehockt hat. Irgendwo, jetzt sind wir wieder getrennt. Frag nicht. Lass uns nicht darüber reden. Ich stelle mal kurz auf laut und einmal auf leise, einfach nur um zu gucken, ob alles passt, aber es sieht gut aus. Ja. Wir wissen nicht. Oh. Oh. Wird uns die Sachen hier runtergeschmissen? Das wusste ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Ich habe allgemein nicht so viel Ahnung. Ich bin verwirrt. Hier geht es anscheinend noch weiter. Okay. Okay. Hier können wir jetzt auch hin. Hallo? Stimmt, hier waren überall Vasen, die wir kaputt machen können. Ist hier auch Zeug, was wir klauen können? Ich weiß es nicht. Wieso können wir hier auch mit Leon hin? Warum, warum, warum? Ja gut, ich würde mich dem einfach mal annehmen. Ich habe da jetzt keine Angst vor irgendwem. Okay, einer ist stärker als alle anderen. Und das ist er, nehme ich an. Okay, Zeit für ein in den Blecharsch, Jungs. Gut, der hat auch eine goldene Rüstung, wie ich sehe. Upsi. Ja gut, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben leider kein Dings mehr. Haben wir? Nein, haben wir nicht. Wunderbar. Renn! Ist hier vielleicht irgendwie eine Blendgranate versteckt? Das fände ich ja wunderbar. So. Blendgranate gab es nicht, aber Zutaten auch nicht. Okay, auch nicht. Wunderbar.
Wir haben nicht mehr so viel Munition, was wiederum nicht so gut ist. Gelber Diamant, na immerhin. Ja, da kommen wir wohl nicht mehr rein. Back, I was putting my chocolate away and talking to my dog. Was hast du heute zum Abendessen gegessen? I had some pasta. Very delicious. Ein Rubin, ja gut. With what? It was like a green sauce. It was very good. I think it's my favorite sauce at the moment. Now tell me about your dinner. Guacamole? No. It was like, I don't know how this is called in English. Just a second. Das war auf jeden Fall Basilikum. In English it's called Basil. You know what I mean? Steak and chips. Oh, amazing. No. Like this. Ich hab's einfach mal gerade reingeschrieben in den Chat. Ist da Bescheid? Oh, that, yes. The green one. Ach komm, leck mich. Renn! Irgendwie habe ich das Gefühl, hier war noch was. Hier ist auch noch was, aber wir haben diesen Schlüssel dafür nicht, aber wir haben diesen Würfel. Ja, ich würde sagen, das passt ganz knapp nicht. Sturmgewehr! Endlich mal was nach meinem Geschmack. So. Jetzt müssen wir aufräumen. Viel aufräumen. Wunderbar. Au. Halt die Fresse. I
have the spice vision of it, but not the sauce, I don't think. That sauce looks strange. I know, it looks strange, but I love it. I think it's my favorite at the moment. At the moment. Ich fühle mich immer ein bisschen wie Adele, wenn ich das sage. Ich habe letztens so eine Compilation über sie geguckt und die war eigentlich übel lustig. Da fühle ich mich ein bisschen British. So. Scheint eine lustige Frau zu sein, anscheinend. Sympathisch, sympathisch. So, ich denke mal, das Ding ist im Arsch, ne? Ja, sieht so aus. Not really a fan of Basil. Maybe you should try the sauce. It's amazing. Schreibmaschine. Wunderbar. So, okay, hier können wir auch Edelsteine einsetzen. Okay, was können wir hier noch einsetzen? Weiß ich nicht. Das? Nehmen wir mal einen blauen, oder? Ach nee, es geht ja nur ein gelber. Hm, wunderbar. Was möchtest du? Du nimmst alles. Nehmen wir mal einen roten, einen blauen, sieht immer gut aus, und dazu noch einen grünen. Wunderbar. Totschick. Oh, hier geht's ja sogar noch weiter. Ah, hier ist die Leiter. I searched basil sauce in UK and it gave me tomato and basil sauce. I want to see what shop has it. I think every shop has it. I think I've bought mine in maybe it was Lidl, but it could be like a normal supermarket too, I'm not sure. Ich erinnere mich nicht. Wunderbar. Okay, ich glaube, war das hier jetzt, das ist das, wo Ashley hin geflüchtet ist. Das hier können wir noch öffnen. There's a Lidl next to me, but it's closed right now. Oh. That's very sad. Ach komm. Jetzt fliegen die Viecher auch noch. Mistviecher. Ich würde sagen, das ist zu. Fuck you. Fuck you very, very much.
Aber ich weiß halt nicht, wo wir lang müssen. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich würde eigentlich gerne. Ich muss noch mein Zeug verkaufen. Wir gehen hier nochmal durch. Aber da war doch die Bahn. Müssten wir nicht eigentlich mit der fahren? Ich weiß es nicht. Hast einen Auftrag erfüllt, Stin? Ja, gib mir irgendwas. Auf dich kann ich zählen. Dafür gab es 8 Spinels. Ja, nee, lass mich erstmal verkaufen hier. Dat. Dat. Und dat. Ich kaufe fast alles. Den Rest behalte ich erstmal. So. Danke. Dann müssen wir jetzt kaufen, und zwar diesen Koffer. Der ist ziemlich groß. Erfüllt seinen Zweck. So viel ist sicher. Naja, so groß ist er jetzt auch nie, ne? Also push mal nicht ein bisschen zu, also push mal nicht zu sehr hier. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Hab ich doch schon. Das Leben retten? So. Jesus, take the wheel, wirklich. Schwere Granate, das könnten wir eigentlich gebrauchen. Wissen ist Macht. Und ich würde sagen. Dir das, Partner. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Ich würde darauf gerne sparen, weil wir benutzen die Pistole einfach am meisten. Na, angenehme Reise. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen mehr Platz. Und jetzt schauen wir, ob wir da lang müssen oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke noch einmal auf die Map. Aber wir müssen ja dahin. Das ist ja noch viel, viel weiter weg. Why do you not order McDonald's sometimes? I do it sometimes, but I don't know. Most of the time, I don't want McDonald's. If there's something special I want to try, I order McDonald's. Oh Gott. Juli, 2 Jahre nach meinem Erwachen. Ramon, mein über alles erhabter Herr und Gebieter, hat mir die wahrscheinlich, Moment, rechtschaffende Aufgabe erteilt, die Schwächen unserer menschlichen Form zu überkommen, nach Perfektion zu streben, wie wir sie in unserer gliederfüßigen Geschwistern beobachten. Ich werde die Sache bereitwillig in meinem Leben widmen. Okay. Wir haben nur 4 Jahre nach meinem Erwachen. Mein Erfolg steht und fällt mit der Frage, ob ich die schwarze Flüssigkeit erfolgreich in den menschlichen Körper übertragen kann. Die Gebärmutter ist der Schlüssel. Reine Seelen haben sich als äußerst formbar und anpassungsfähig erwiesen. Wisst ihr was? Ich möchte es ehrlich gesagt... Okay, es sind nur noch 2 Seiten. Im Januar, 6 Jahre nach meinem Erwachen. Ich habe die heiligen Larven, die die Auserwählten in ihre Gebärmutter tragen, nach mir benannt. Keine Ahnung. Sagen, dass Ansehen meines Familien... Sie sollen das Ansehen meines Familiennamens tragen. Ganz als ob ich sie aus meinem eigenen Fleisch geboren hätte. Das U2 haben nun in etwa die Größe... Die U2 haben nun etwa die Größe eines erwachsenen Menschen und sie fressen und vermehren sich ohne Unterlass. Ich habe erfolgreich eine neue Spezies erschaffen. Das Ding ist so dumm zu lesen, ohne Spaß. Mein Herr hat meine Bemühungen gewürdigt und mir Lob, sein Lob erteilt. Er hat Gefallen an den U2 gefunden und nennt sie Novistadores, die Ungesehenen. Mir wurde mitgeteilt, dass sogar seine Heiligkeit, Lord Zeller, höchstpersönlich seine Zufriedenheit mit meiner Arbeit Ausdruck verliehen hat. Welch große Ehre. Ich habe durch den Schleier meiner Freudentränen kaum erkennen, was ich schreibe. Sein treuer Diener, bla 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 bla. Okay. I don't believe it, I have known you for a long time and you never once said you got McDonald's.
Yeah, because there was like 8 months without streaming, so you know. Irgendwie sieht es so aus, als wäre ich hier schon mal gewesen. Also, hab kurz was getrunken. But I have a question. Do you have a new Big Mac in the UK? Because in Germany we have a new one. And that was the last time I got McDonald's. Ouchie. I don't know. So I know better about McDonald's than you. There you have your answer to McDonald's stuff. I know it better. I have to check. Yeah, please do it. I would like to know. Dass ich das schon besser weiß, hör mal. Das hat schon was zu bedeuten, I guess. Was bist du denn? Das ist nicht so gut. Oh, wir haben gar keine Munition mehr dafür. Ja, wunderbar. Da ist noch ein Viech. Wie? Oh, wir sind tot. Wunderbar. When was this new Big Mac? I don't know. 2 months ago? Maybe? I was one of the first persons who got it, so... Ja, ihr seht, ich kenne mich bestens aus hier, hör mal. So ist es. Ich renne ganz weit weg und wir sollten eventuell uns ein bisschen heilen. Possibly we had it, but it's not there now. Maybe you could check online anywhere. I don't know. Just type in New Big Mac UK or something. Ekelfiescher, ich höre noch eins. Is it chicken Big Mac? No, it's like the original Big Mac, but it's a little bit different now.
But maybe it's just like, just in Germany, I don't know. Ach komm. Da ist noch jemand im Chat. Warte. Nein, mach mal nicht. Nicht kotzen. Der Thronsaal. Hier lang. Auf jeden Fall willkommen im Chat. Hallo. Ich bin gerade ein kleines bisschen beschäftigt, wie du siehst. Das ist nicht so gut. Nein, mach mal nicht. Ach, wie knapp war das bitte? Aber ich glaube, wir sind hier sowieso falsch. Also ich glaube, ich kämpfe hier gerade für einen Ort, an dem ich noch nie war. Naja. I sent a screenshot of this chicken thing. Oh, you have this chicken thing? That sounds interesting. Okay, ich verstehe auf jeden Fall jetzt schon mal so ein bisschen mehr, was über diese Viechers, weil die sind halt in diesen Dingern drin. Ehrlich, Ramon, mal über den Kammerjäger nachgedacht. Stirb. Oh Gott. Die Viecher sind hier halt noch überall. Ach man, man hört sie halt auch. Das gefällt mir gar nicht. Habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Ich glaube halt, wir müssen halt hauptsächlich deren Nester meiden oder die halt direkt irgendwie auslöschen. Ist hier auf jeden Fall alles in einem sehr guten Zustand, wie man merkt. Ja, Traumschloss zu verkaufen, wer möchte. Jesus, take the wheel. Kann ich hier raus? Raus! Oh, das ist die Tür. Ja, wunderbar.
Gut, dass ich das jetzt weiß. Es gab zwei Treppen. Ich glaube, von hier sind wir nicht gekommen. Oder? Das sieht ein bisschen so aus, als wären wir von hier gekommen. Aber ich glaube, wir sind es nicht. Nee, sind wir nicht. Okay, wunderbar. Vielleicht sollten wir uns mal wieder eine kleine Kräutermischung gönnen. Ach komm. Ich renne einfach und hoffe, dass es hier nicht so schlimm ist. Ja, am Arsch, ne? Ach man, wo bin ich denn hier gelandet? In was für einer Freakshow? Ich wusste es, ich hab dich gehört, du Mistviech. Gut, tschüss, Messer. Die liegen hier halt überall in ihren komischen Nestern. Oh Gott, wo bin ich hier nur? Wo bin ich hier nur? Wir haben echt viel. Nee, wir haben gar nicht so viel MP-Munition. Das sah nur so aus. So, wir haben viel Munition hierfür, das könnten wir mal nachladen. Wunderbar, wir haben ein neues Messer, das ist auch gut. Was ist das? Nicht so gut. Da ist noch so ein Viech. Stirb. Es reicht doch langsam. Ich wusste es. Ich wusste doch, dass ich was gehört habe. Ist es jemals vorbei? Ich weiß es nicht. Aber dich sehe ich schon vorher. Ich habe übrigens das Spiel noch gar nicht geändert, fällt mir gerade so auf. Moment, ich mache das mal kurz. Habe ich das echt nicht gemacht? Moment, hier ist es. Okay. Erledigt. Das hat sich einfach nicht gespeichert oder aktualisiert bei mir, das kann auch sein. Ach komm. Oh, wir sind direkt an dem Ort, an dem ich hin wollte. Wow.
Ich muss sagen, sie hat uns ganz schön Ärger bereitet. Ich denke aber mal, das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist eine ganz gute Sache, glaube ich. So, okay. Warum sollte ich nicht mit der Bahn fahren? Die Brücke zu senken. So, vielleicht. Kleine Idee. Ja, das Schloss hier ist auf jeden Fall in einem traumhaften Zustand. Das kann man nicht anders sagen. Ich möchte jetzt einmal mit der Bahn fahren. Das ist anscheinend keine gute Idee. Ich sehe es gerade. Vielleicht können wir hiermit noch ein bisschen was machen. Wohin führt uns die Bahn? Ich renne einfach kurz durch. Wir gehen jetzt noch kurz Zug fahren. Wunderbar. Oh, Jesus, take the wheel. Das war a lot. Können wir damit überhaupt fahren? Wo landen wir dann? Ich habe keine Ahnung. Warum habe ich da vorher nicht reingeguckt? Ah, die Arbeit ruft. I think we have to put Apple Vanilla on the blacklist. Tschüss. Why? Because this is constantly topic in the stream. You with your Apple Vanilla Obsession. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Ja, hier muss ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal hin. Because I will say it until you drink it again. I will never drink it again, so... Das ist nicht so gut. Viel Spaß. Noch Fragen? Stirb.
Ist das hier nicht der Raum, wo wir ganz, ganz, ganz am Anfang waren? Ja, ich habe noch Fragen. Wenn ein Krebskranker keinen Humor hat, ist er dann tumorgestört? Ai, ai, ai. Ach, ach, ach. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Auf einer gewissen Ebene tut es schon weh. Ich sag's, wie es ist. Ah, hier können wir jetzt auch mit dem Würfel rein. Ich erinnere mich. Ja, es tut schon weh. Ich muss es ehrlich sagen. Auf einer gewissen Ebene. Da macht es Aua. Was ist das? Ah, das bin ich. Wunderbar. So. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? So, aua, wie meine Arme gerade. Warum tun deine Arme weh? Was hast du heute getan? Im größten Dank. Hier, wie du es haben wolltest. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen angenehme Reise. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Ist hier noch irgendwas Gutes dabei? Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. 30, ja moin. Das benutzen wir nicht mehr, ne? Ich habe einen Gefrierschrank mit jemandem zusammen hochgetragen, einen Riesengefrierschrank ins erste Obergeschoss. Oh, das hat 2 Stunden gedauert. Das klingt doch spannend. Hat sie zumindest Spaß dabei. Na komm, wir gönnen uns ein gelbes Kräuterle. Dumme Fragen beantworte ich nicht. Ich finde, du müsstest. Ich tue es auch jedes Mal. Ich denke, das gilt hier für alle Seiten. Welche dummen Fragen beantwortest du denn? Ich beantworte hier so ziemlich alle Fragen. Egal ob dumm oder nicht. Ich mache da keinen Unterschied. Naja, meistens. Ich nicht, das ist aber frech. Okay, jetzt bin ich hier. Gut, ich verstehe auf jeden Fall, dass ich diese Bahn nicht unbedingt gebraucht hätte. Ich glaube, an dem Punkt bin ich mittlerweile angekommen. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich herkam, sodass ich wahrscheinlich nie wieder den Rückweg finden werde. Ich glaube, ich kam von hier. Speichern ist immer eine gute Sache. Dafür bin ich doch bekannt. Ja, gut. Ich sag jetzt mal nix. Ein Spiel entwickeln, wofür man 300 Stunden braucht zum Durchspielen, wo man aber nur einmal am Anfang speichern kann. Ja, I would die. So. Ah, die Arbeit ruft. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Nichts, actually. So. Okay, jetzt geht's wieder zurück. Haben wir noch mal ein bisschen was erledigt? Das ist doch schon mal ganz gut. Und alles, was jetzt noch kommt, ja, das können sie behalten. Oder halt komplett zurücklaufen, eine Stunde lang und dann um dann zu speichern. Ja,
Das würde man wahrscheinlich tun müssen. Ich renne einfach. Ich scheiß auf die Viecher aus. Ja, springen die gegen die Wand, kein Problem. Das Schießpulver nehme ich. So, okay, wo bin ich hier stehen geblieben? Hier, ne? Erstmal wieder randalieren. Oh. Die ist nur zur Hälfte runtergegangen. Das finde ich aber nicht so köstlich. Vor allem köstlich. Was ist das für ein Wort in diesem Zusammenhang? Naja. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier hin. Wieder da, willkommen zurück. Ja, ihr könnt ruhig eure Kollegen alle kaputt hauen, das ist kein Problem. Hier bin ich. Au. Kam jetzt auch ein bisschen früher als letztes Mal, muss ich sagen. Ja, zerfleischt da auch ruhig mal eure Kollegen, das ist kein Problem. Kann ich eigentlich? Ja, ich kann! Okay, die sind gerade ganz gut zusammen. Hallo. Yeah.
One second, gonna get more coke. You have to set priorities, so everything is fine. So, was ist das denn heute? Das ist ja voll die Action-Folge einfach. Einfach eine Eskalation nach der nächsten. Lol, einfach Einhörner-Hörner. Lol, okay, jetzt verstehe ich. Ich dachte mir vorhin, was labern die? Jetzt macht's Sinn. Oh, ich kann das alles nicht mehr. Ich werde langsam zu alt für diesen Scheiß. Nein, eigentlich nicht. Es macht eigentlich übertrieben Spaß. Also ich muss schon sagen, auch wenn das Spiel nicht unbedingt nah am echten Spiel dran ist, macht es trotzdem echt ziemlich viel Spaß. Also ich kann bisher nicht viel Negatives sagen. Ich finde es nicht ganz so gut, dass halt wirklich so viel an der Storyline geändert wurde. Aber es ist trotzdem cool. Also das Spiel an sich. Wenn man jetzt sagen würde, das wäre ein komplett eigenständiger Resident Evil Teil. Halt vielleicht mit der Story ein bisschen verändert. Dann wäre das halt absolut cool. Ein gutes Spiel. Nos despedimos, señor Kennedy. Halt durch, Ashley. Bin gleich zurück. Ja, so in 20 Stunden wäre okay. Ich stell mal wieder auf leise. Polterle. Der sieht irgendwie noch lebendig aus. Das nenne ich mal eine Punktlandung. Ich hoffe, wir kennen die Person nicht. Ja, hier ist jetzt auch tatsächlich wieder einiges abgeändert. Was zum...
Ja, das wird hier unten halt nicht besser. Das sollte uns allen klar sein. Ja, ich glaube, das ist mal wieder eine typische Schlimmer geht immer Folge. Shit, meine Schutzweste. Autschi. Mann, wo denn? Mann, man sieht die Viecher gar nicht. Das ist echt beschissen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Man sieht halt einfach nichts. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo ich hin muss. Ein Fisch. Wir haben echt viele Messer aktuell. Was ist das? Ein weiterer Tod. Wie lange ist es her, seitdem ich hier runtergeworfen wurde? Das magere bisschen zu essen, was wir zu Anfang bekamen, ist aufgebraucht und sie geben uns nicht mehr. Mein Körper schmerzt vor Hunger, der Durst ist unerträglich. Die meisten sind dazu übergegangen, schwarze Wasser zu trinken. Lecker, lecker. Der erste, den es erwischt hat, war Herr Menio. Er war so schwach, dass er nicht einmal laufen konnte. Doch dann geriet er auf einmal völlig außer sich. Als er sich endlich wieder beruhigte, waren zwei tot. Wir sollten dieses dunkle Flüssigkeit nicht trinken. Nun hat der Tod auch meinen guten Freund Alberto zu sich geholt. Er hat bis zum Ende gekämpft. Das Einzige, was mir blieb, ist, ihre toten Körper zu ehren und zu beten, dass ihre Seelen Frieden finden. O Herr, warum treibst du uns solch etwas? O Herr, warum stellst du uns auf solch eine Probe? Ja, wunderbar.
Klingt doch alles nett. Elegante Kronen, ja immerhin. Ah, das gelbe Kräuterle, wunderbar. So, raus hier. Da unten will ich mich jetzt nicht noch weiter umschauen. Perfekt. Auch das noch. Eine Schreibmaschine wäre langsam mal wieder nett. Ja, der Verkäufer ist auch okay. Puh, okay. Dann würde ich sagen, wir gucken noch einmal kurz. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Oh, Moment. Ich glaube, das könnten wir sogar fertig machen. So. Warte, ich muss noch einmal kurz gucken. Okay. Verkaufen. 70.000 stecke ich ein. Dafür lasse ich einiges springen. Das hoffe ich. Ich brauch das. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Warte mal. Ich weiß nicht. Ich habe das eben gesehen. Ach stimmt, dafür brauchen wir 30. Ja gut, das werden wir wohl nie bekommen. Das wird leider nicht reichen. Das glaube ich. Geh sorgfältig damit um, okay? Bist du beeindruckt? Bei dem Hand damit hättest so, dann sind wir hier durch. Für diese Waffe ausgeschöpft. Wenn du mehr willst, tja, du verstehst mich sicher. Na dann, was kann ich für dich tun? Komm nix. Jederzeit wieder. Dann speichern wir. Und zwar speichern wir hier. Und dann würde ich sagen, auf YouTube verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir schauen, was uns hier noch so in der Kanalisation erwartet. Es wird disgusting. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.